Moin Moin ihr Lieben, ja ich bin's wieder, die Uli von watt-will-mann-mir.de. Ja, und wie versprochen führt der liebe Jack uns heute hier in Büsum an einen ganz besonderen Ort, und zwar in die Hafeninsel. Und zu meiner Linken hier der Jens Uwe. Moin Moin Jens Uwe. Moin Moin, grüß dich, hallo. Ja, grüß dich. Uwe, wir haben ja das Thema Krabben gehabt und was man alles mit Krabben anfangen kann. Und es gibt ja das klassische Krabbenbrötchen, was wir alle so lieben. Aber ihr habt etwas ganz Besonderes. Und zwar ist es der Krabbenburger. Der Krabbenburger. Erzähl mir etwas dazu bitte, zu dem Krabbenburger. Ja, der Krabbenburger stellen wir selber her. Ja. Wir nehmen dazu unsere eigenen gebrühten Krabben. Das wird mit Hackfleisch zusammen vermischt. Ja. Dann wird er wirklich wie so ein Burger-Patty gemacht. Ja. Ne? Und den bereite ich hier vor Ort zu. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Genau, so machen wir das. So machen wir das. Ab in die Friteuse. So. Deckel drauf. So Ulrike, guck mal, der Krabbenburger. Jetzt, Uwe, ist das jetzt sieht fertig. Ja toll aus. Der ist einmal schön mit Käse, ja, wie man das kennt, und einmal ohne. Ja. Dann hole ich noch einmal. Ja, oh, das ist ja auch nett angerichtet, Jens Uwe. Ja. Sieht super aus. Ja, sieht echt lecker aus. Und ist was ganz Besonderes, Jack. Ja, das ist was absolut Exklusives. Spezialität des Hauses. Ich wünsche euch einen guten Appetit und ich hoffe, es schmeckt. Ja, danke schön, Jens Uwe. Wir werden das jetzt gleich mal probieren. Also, das ist jetzt also richtiges Krabben als Frikadelle praktisch gemacht. Richtig, das ist Krabben, Fleisch und Hackfleisch. Das sind unsere hausgemachten Soßen. Na Jack, was sagst du? Sensationell, so wie ich sagte. Ich meine, wenn du täglich damit zu tun hast, schmeckt es dir trotzdem immer noch. Ja, hundertprozentig. In jeder Form. Ja, absolut. Und mal einfach was anderes. Und andere Zubereitungsart. Nicht klasse. Also ich werde diesen Krabbenburger jetzt noch ganz alleine genießen, wir beide zusammen. Und kommt hier einfach mal nach Büsum. Es ist ein Besuch wert von St. Peter-Ording. Wie viele Kilometer entfernt? 20, 25. Ja. Genau, da genießt ihr den längsten Strand, die größte Sandkiste Europas. Aber hier in der Hafeninsel, da genießt ihr etwas ganz Besonderes, und zwar den Krabbenburger. Und vielleicht trefft ihr dann dort auch Jens Uwe und Jack. Also, sollte euch dieses Video gefallen haben, dann freue ich mich über ein Like. Ja, oder nutzt auch gerne die Kommentarfunktion. Ja, und bis zum nächsten Video. Moin, moin. Moin, moin.